Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Wir haben hier vor dieser Brücke aufgehört, vor diesem schönen Turm. Und ich sehe gerade, unser Leben ist nicht mehr das Beste. Warte mal. Haben wir genug Tränke? Da hole ich mir mal kurz was rein. Und dann geht's weiter. Wieder so ein untoter Bockpriester. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Wie heißt du? Grashvarak Arujat. Wieso gehst du weg? Hallo? Bist du doof? Verdammt. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere... Nun wirst du sterben. Nichts wie weg hier. Hilfe. Und der hat irgendeinen Todeszauber. Kann das sein? Der zieht uns extrem viel. Das ist überhaupt nicht gut. Ich hatte mal einen schönen Bug. Das muss ich mal erzählen. Da ist mir dieser untote Ork-Schamane die ganze Zeit hinterhergelaufen, den ganzen Weg zurück. Sollte normalerweise eigentlich nicht sein. Ist ja hier jetzt auch nicht der Fall. Hatte er anscheinend mal Lust drauf. So, komm. Alter. Ja, das nenne ich mal ein Superleck hier. Kann man mal so machen. Tja. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück, raus aus dem Tempel und... Man hat ja eben schon gesehen, es sind neue Viecher gespawnt. Aber... sollten wir alle erledigen. Aua. Aua. Sehr uncool. Lol. Okay. Du wolltest das nicht anders, deswegen musst du so oder so sterben. So, gibt es eigentlich eine Aktualisierung? Grashvarak Arushat scheint kein untoter Ork-Schamane wie die anderen zu sein. Es ist weitaus mächtiger und meine Waffen richten nicht den geringsten Schaden an. Ich brauche eine Waffe, die mächtiger ist als alles andere. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Dich hatte ich auch gar nicht mehr in Erinnerung. Also die ziehen noch ganz schön gut Leben, ne? Aber... das ist nicht so ein großes Problem. Haben ja schon eine ganz gute Rüstung mit dieser Crawler-Plattenrüstung. Ja, braucht man manchmal ein bisschen Geduld, wenn die ganze Zeit so zurückhopsen. Ich bin auch der Meinung, das haben sie in der Version, die ich damals hatte auf dem PC, nicht gemacht. Ich habe mir, habe ich glaube ich schon mal gesagt, das Spiel nochmal neu gekauft. International Gothic Edition. Von Teil 1 jetzt. Ich bin der Meinung, dass, wie gesagt, das früher dann eine andere Version war, weil es da, glaube ich, nicht so war. Aber gut, bin ich mir nicht
hundertprozentig sicher. Ja, ich sehe das Skelett da. Ich werde einmal speichern. Besser ist es. Und ich kann doch theoretisch mal... Na, bevor ich das mache, gehe ich noch kurz hier unten lang. Ist ja zum Glück gar nicht dunkel. Licht ist immer noch auf der 10. Merke ich mir nicht. So, wir haben nämlich noch zwei Tempel Minecrawler. Der war ziemlich easy. Normalerweise haut man ja auf die ein und die kriegen keinen Schaden. Der hier ist das beste Beispiel dafür. So, jetzt habe ich wieder nicht auf die Uhr geschaut, wann ich aufgenommen habe. Dabei habe ich noch eine Minute vor der Aufnahme gesagt, schau auf die Uhr. Oder gedacht, schau auf die Uhr. Das weißt, wie lange die Folge geht. Ich brauche echt so einen Timer. Muss ich mir echt mal besorgen. So. Hä? Lol. Ah! Die waren eben nicht da. Ja, toll, danke. Das ist sehr toll. Toll, dreh dich doch weiter. Mann, Mann, Mann. Ja, so ein Skelettkrieger und zwei untote oder hohe Tempelwächter können, wenn es ganz doof läuft, noch ein Problem sein. So, da unten habe ich einen Crawler gesehen. Zwei, da hinten ist noch einer. Machen wir doch einfach drei draus, kein Problem. Sowas werde ich fertig. Ja, dachtest du, ne? So. Ist jetzt hier mal langsam gut. Also, viel neues Viehzeug gespawnt. Wie viel brauchen wir eigentlich bis zum nächsten Level ab? Wir haben 86 Lampen. Ich weiß gar nicht, wo ich die rein investieren soll. Wir können die Magierkreise lernen. Das ist was. Und natürlich noch stärker auf 100 bringen. Ja, und sonst... Wenn wir sonst sowas übrig haben, Geschick hochmachen oder so. Keine Ahnung. Richtig uncool. Leute, Leute, Leute. Wie viel ziehen die denn bitte? Ich werde bekloppt. Okay. Perfekt, danke, dass ihr wart. Ja, klar. Ich könnte natürlich auch eine bessere Waffe nehmen, aber ich möchte die Waffe benutzen. Das war nicht schlau. Nein! Ach fuck, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, das ist natürlich sehr scheiße. Jetzt sind es nochmal drei Skelette mehr. Ja, läuft, läuft. Ja, ich sehe das Skelett. Ja, das Skelett ist tot und das ist gut so. Es ist ein Skelett weniger. Eieiei. Eieiei. Ah, Hilfe! Ich hab euch nicht gesehen. Das war uncool. Das war richtig uncool, Alter. Ich hab mich voll erschrocken gerade.
alles im grünen Bereich. Hab mich nur ein bisschen verjagt. Weil ich die echt nicht gesehen hab. Weil ich eigentlich gerade gucken wollte, ob ich vielleicht mal ein bisschen Magie wirke. Aber irgendwie, ich weiß nicht, in Teil 1 war ich noch nie so der Magier. So. Meine Güte, jetzt noch das Skelett. Speicher noch mal. Besser ist es. So. Achso. Du kannst gar nichts. Okay. Dann haben wir es ja gleich. Ja, komm. Das ist unglaublich, dass mich das Skelett da hinten sieht. Das kann doch nicht sein. Der hat mich nicht getötet, das ist euch klar, oder? Warum hat er mich nicht getötet? Ja, genau. Nein, nein. An dich habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber du kleiner Dreckiger. Das lässt du schön bleiben. Der wollte gerade wieder Skelette beschwören, der kleine. Ich wollte ja jetzt schon was sagen, ne? Aber ich lasse es mal. So, pass auf. Das Skelett hat mich wieder gesehen. Das gibt es doch gar nicht. Wo ist es denn? Was? Da. Da ist es. Kümmere ich mich zuerst um dich. Weil du so scheiße bist. Weil du nach Verwesung stinkst. So, komm. Junge! Hab ich gespeichert? Ich hoffe, ich habe gespeichert. Hilfe! Leck mich am Arsch. Ich hasse die Skelettmagier. So eine blöde Scheiße hier. Ich komm nicht drauf klar. Ja, ich sehe das Skelett. Du läufst zum Glück in die Wand, weil du dumm bist. Du hast ja schon Glück kein Gehirn mehr, ne? So, pass auf. Pass auf, ihr habt der Schnauze voll jetzt hier, ihr kleinen Wichser. Ihr regt mich auf, die Kacke. So, Nummer 1. Nummer 2. Boah, nee. Wird man ja aggressiv. So, wo seid ihr? Mach euch alle fertig. Ah, aber schön nochmal treffen. Ah. So, keine Ahnung, wo der Schnitter ist oder die Waffe, die das andere Skelett dabei hatte. Mann, 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 Mann. Eieiei. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Jetzt könnt ihr mich. Jetzt könnt ihr mir gar nichts mehr. Jetzt bin ich eingespielt. Kurz vorm Ende des Parts. Ist auch schön. So.
Ist jetzt Ruhe? Dankeschön. Jetzt ist Ruhe. Jetzt haben wir alle besiegt. Das ist schön. Das freut mich. Einmal speichern. Bei meinem Glück falle ich hier noch die Schlucht runter. So, und dann würde ich sagen, gehen wir noch hier raus aus diesem... aus dieser Höhlentempelanlage und... ja, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Wenn es heißt... Let's play... Gothic.